Moin, ihr Strauchdiebe. Ja, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Heute mal wieder alles in Schwarz-Gelb. Ja, ihr habt es gesehen. Es geht um die Sonderaktion vom BVB. Design das Ding nennt sich das Ganze. Läuft noch bis zum 6.2. Und für alle, die es nicht mitgekriegt haben und was dahinter steckt, ganz einfach erklärt. Es geht jetzt darum, nachdem das Pokaltrikot diese Saison nicht für den Arsch, aber ein Griff ins Klo gewesen ist und für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat, allein schon durch die Tatsache, dass man uns das Wappen geklaut hat. Was dann nach dem ganzen Fanprotest dann aber zum Glück geändert wurde, hat der BVB dann diese Aktion ins Leben gerufen, wo jeder Fan jetzt die Möglichkeit hat, ein eigenes Design zu erstellen, ja, an den Verein zu schicken, und dann wird eine Jury die 10 besten davon raussuchen, die werden dann veröffentlicht und dann können wir Fans dann abstimmen, welches Trikot dann 2023, 2024 unser aktuelles neues Heimtrikot wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich möchte euch in diesem Video schon mal so ein paar Vorschläge zeigen. Weit über 5000 sind bis jetzt schon beim BVB eingegangen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und das ist wohl auch bislang die erste und einzige Aktion, so die es bislang in der Bundesliga und Fußballgeschichte überhaupt gegeben hat. Also dafür schon mal ein Riesenlob, finde ich wirklich klasse und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es so in Richtung Neon und Gelb wieder gehen wird, aber nun ja, das wird man dann sehen. So, jetzt wie gesagt, viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich nochmal. Schießt man Tore nicht nur fürs Geld. Von BVB. Hier bist du kein Hofner, weil es keine Kaiser gibt. Weil noch Ehre vor der Kohle kommt beim BVB im Ruhrgebiet. Wir sind die Fans vom BVB. Hey, ho, BVB, der beste Club der Welt. Hier kommt es stets auf jeden an. Von BVB. Denn hier sind wir der 12. Mann. Von BVB. Wir gehen unterletzt, bis der Ball ins Netz reinknallt. Stahlhart wird bei uns gekämpft, in Kohlenpott, aber ohne Gewalt. Denn wir sind die Fans vom BVB. Hey, ho, BVB, der beste Club der Welt. Auch wenn wir mal verlieren und wir ganz traurig sind, können wir uns trotzdem gratulieren, weil wir die besten Fans der Liga sind. Ja, da waren auch schon ein paar ganz nette Teilchen dabei, oder nicht? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze enden wird und was uns dann zur Verfügung gestellt wird, wo wir dann abstimmen dürfen. So, jetzt möchte ich aber noch ganz kurz erwähnen, dass die Reihenfolge der gezeigten Bilder in keinster Weise irgendwie eine bestimmte ist, so nach dem Motto, das Beste als Erstes, das Schlechteste als Letztes. Die sind willkürlich zusammengesetzt, ja, hat also nichts mit irgendeiner Reihenfolge meiner Meinung zu tun. Und ebenfalls möchte ich noch anmerken, sollte irgendjemand seine Motive da wiedererkennen, ich möchte euch hier keine Designs klauen, mopsen oder sonst irgendwas, weil ich sie mir jetzt hier sozusagen mal jetzt von Facebook ausgeliehen habe und für dieses Video, die dienen wirklich lediglich zur Anschauung und ihr habt es ja eben im Netz gepostet. Also von daher, sollte sich aber irgendjemand ans Bein gepisst fühlen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann werde ich gucken, dass ich das Foto natürlich gelöscht kriege. So, ja. Ich fand die Trikots wirklich cool. Ich denke aber, dass ich dieses Jahr oder diese nächste Saison wahrscheinlich dann eher zur Frauenmannschaft wechseln werde. Denn die haben auch neue Trikots, zeige ich euch gleich. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis denn. Wir sehen uns. Ciao.